Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir hier eine Vergnügung. Wir sind weiter ins Schloss reingegangen, um uns selber heilen zu können. Allerdings ist einer der Dorfherr Lord Sindler, Settler ist es nicht. Irgendjemand anders, ich habe doch keine Ahnung mehr, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Der hat jetzt weil er den Ashley haben will, ist er gerade richtig gut drauf. Und naja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich jetzt hier gleich wieder Horden von Monstern besiegen, weil wir letzte Folge schon ein paar Horden besiegt haben. Bisschen übertrieben, findest du nicht? Komm. Alles klar. So. Jetzt müssen wir Ashley retten. Oder wahrscheinlich beschützen. Ja, ich schaff das schon. Mach weiter, ich geb Deckung. Gut. So. Ach, da oben sind schon welche. Gut. Komme ich da irgendwie hoch und kann den Loot einsammeln? Dann war daneben. Das war ein Volltreffer. Kannst du mich in Ruhe lassen? Warte, ich helf dir. Gott, meine Fresse. Nein. Gut. Der kommt runter zu mir. Lass du mich in Ruhe. Pumpe. Und ich treffe gerade echt nicht. Wieder nicht. Jetzt. Geht doch. So. Noch mehr. Shit. So. Mach weiter, Ashley. So. Kümmere dich um die Plattform, Ashley. So. So. Ashley, ich habe jetzt keine Scharfschützenmundi mehr. So. Dann komm runter. Boah, gut, dass sie jetzt da runterspringt und nicht noch mal außen rumläuft. Gut gemacht, Ashley. Ich hätte gerne den Loot zwar, aber wird nix. Zu mir! Okay! Schnell! Okay! Gut. Gewehrmuni. Binden und schreit es jetzt nach Bosskampf. Ja, alles okay. Bitte sag nicht, ihr schreit jetzt nach Bosskampf. Tu's auch nicht, danke. Sei natürlich, ist ein Bosskampf draußen im Schlossgarten. Alter. Magnum. Sollte ich vielleicht einpacken, aber auch nur vielleicht. Bin mir nicht sicher. So. Ashley macht auf für uns. Wir laden dabei alles durch, was wir durchladen können. Ja, Ashley, wir sind schon auf dem Weg zu unserem Heilmittel. Luis hat uns wahrscheinlich zwar eine Falle gelockt, aber er will uns ja helfen, also so ist nicht. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen,
Sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Und das war Kapitel 7. Jetzt geht's weiter mit 8. Naja. Mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht, ne? Basis kommen. Es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, bitte. Ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Verdammt, so viel dazu. Kann ich den Fisch hier töten? Oh, möchte das der Ding jetzt hier haben? So, nehmen wir mal den Barsch mit. Kann der uns heilen? Stell die Gesundheit wieder her, ja? Kann sein. So. Ich muss hier mal umrangieren hier. Allgemein ist es nicht gut sortiert, seitdem... Wann habe ich das letzte Mal denn sortiert überhaupt? Das muss hoch. Das muss hoch. Kann hier hin. Den Fisch kann ich bestimmt auch verkaufen. Vielleicht verkaufe ich das Zeug auch einfach wieder. Dann habe ich wieder Platz im Inventar. Weil da vorne ist ja schon wieder der Händler, mein Freund. 3 Schießpulver, okay. Harter Tag. Was, Fremder? Kannst du laut sagen, Ashley ist wieder weg. Jetzt dürfen wir sie wieder suchen gehen. Hast du vielleicht wieder einen Auftrag für mich? Wie zum Beispiel, kaufe Fisch oder so? Anscheinend nicht. Du hast willkommen. Hab seltene Ware im Angebot. Schutzwest. Deine Kohle oder dein Leben. Die Schutzweste wäre vielleicht nicht schlecht. Dir leicht fallen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Verkaufen. Ich kaufe fast alles. Haben wir irgendwas gefunden an Schätzen? Na, haben wir nicht. Scheiße. Willkommen. Die Verliehschlüssel können wir verkaufen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wir behalten die 2 kleinen Fische. Den großen verkaufen wir. Soll ich die Schutzweste kaufen oder soll ich Tunen? Kann ich etwas für dich tun? Aber vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll wegen der Schutzweste. Keine Sorge. Komm jederzeit wieder. Um ein bisschen mehr auszuhalten. Naja. So. Wo muss ich denn überhaupt lang? Das ist einfach krank. Und sie haben tatsächlich... Moment, das ist ein echter Mensch, oder? Ich blick da jetzt gerade nicht durch.
Hier komme ich, hätte ich nicht durchgekommen, safe. Der braucht eine Lampe. Bring die karmesinrote Flamme da. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen. Sie führt zu die bedauernswerten Seele zur Erlösung. Bring die karmesinrote Flamme in ihren rechtmäßigen Ort und du sollst erleuchten und den Weg dir offenbart werden. Das war mir schon von Anfang an klar. Ach du Kacke. Ja, das? Soll ich auf Konfrontation gehen und die da vorne einfach mit der Blendgranate weghauen? Sorry für die Störung. Na, mein Freund. Aber no. Ja, scheiße, mein Kopf. Gut. So. Verdammt, was ist los? Scheiße. Ich glaube, der macht jetzt gleich Bumm mit den Köpfen, ja. Komm! Gut. Fucking hell. Irgendwo ist er hin. Verdammt, was ist los? Der ist irgendwo hier unten. Der ist da oben. Ich muss hoch zu ihm. Er hat wieder weitere Dinger gemacht. Ich habe jetzt aber keine Blendgranaten mehr. Das ist Kacke. Hochklettern. So. Muss ich ihn tatsächlich mit den Explosionsdingern kaputt machen? Oder geht das auch mit der Hand? So. Ich hätte die Blendgranate nicht einfach so verschwenden dürfen. User. Warum lass mich einfach durch? Meine Fresse, jetzt muss ich schon heilen hier. So. Da war was Explosives. Ich schieß gerade echt daneben. Er ist down. Er ist down. Sind alle down? Die sind noch da. Okay. Meine Freunde, kommt mal her. So. Komm.
Das macht sie ja down. Wie viele noch? Wann ist jetzt alle? Ich glaube ja. Jetzt habe ich schon wieder keine Schrot, keine Weitgewehr, Alter. Bro. Sniper-Muni, jetzt. Oh, naja. Wir haben ihn besiegt, jetzt, das zählt. Als Sieg für mich. Wir hätten aber hier sehr viele explosive Fässer gehabt, also hätte ich einfach nicht so viel Muni verbrauchen eigentlich müssen. Aber das habe ich jetzt so gelöst, also passt auch so. So. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder die Abkürzung offen. Also bin ich instinktiv den richtigen Weg gelaufen. Verschlossen. Also da ist eine Waffe drin, das sehe ich. Aber was für eine? Und wie komme ich da rein? Aha, Ashley brauche ich hier. Muss ich mir merken, hier brauche ich Ashley für. Ist eine gute Waffe wahrscheinlich, wenn die da so hinten versteckt ist. So. Muss halt mit Ashley nur wieder dran denken, hier hinzukommen. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Aber du hast sie erwartet irgendwie, ne? So. Jetzt brauchen wir noch 2. Dann kommen wir hier weiter. Aha. Ohne die kommen wir sogar nicht weiter. Die... Warum ist hier so viel Zeug? Ich habe doch keinen Schlüssel. Da ist die letzte Platte. Ach, da kam ich sogar her. Naja, naja. Dann setzen wir mal ein. Ist richtig.
So. Gehst du nicht auf? Moment. Hier muss das Ding hin. Hier muss das Schild hin. Hä? So, vielleicht tauschen? Ah. Jetzt. Müsste passen. Naja. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Und das, wenn es geht, relativ schnell. Was mal hier? Illuminus 3-2 hört das Signal zwischen den Bergen widerhallen. Felsen zerfallen zu Kies, die Mauern der Burg zerbröckeln. Sehnt die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein Strom verdorbenes Blutes besudelt den See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Okay. Okay. Will ich da jetzt weitergehen? Ja, ein paar Minütchen machen wir noch. Na klasse. Spinnen. Echt jetzt. Spinnen. Ach du Kacke. Bro. What the fuck? Also ich glaube, da muss ich mit einer Schrot reinballern, weil sonst treffe ich die Drecksdinger nicht. Alles klar. Hallo, Fremder. Na ja, dann können wir hier die Folge beenden, wenn hier der Shop ist. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Besten Dank. Kaufen. Auch nichts zu nennen. Meine Ware ist in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ja, es ist noch relativ gut. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Bin schon dabei. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzen. Ich hab komm jederzeit. Haben wir die jetzt perfekt? Oder haben wir irgendeinen Auftrag, den wir noch machen können? Vielleicht wäre die Schulterstütze für sie nicht ganz schlecht, dann kann ich ein bisschen besser schießen. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Wie du meinst, Fremder. Naja, ich würde eigentlich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir Ashley wiederfinden. Ciao, euer Gladius.